Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zu den gruseligsten urbanen Legenden aus aller Welt. Heute mit dem schönen Griechenland. Und wie ihr den Titel wahrscheinlich entnehmen könnt, wird es auch für Griechenland zwei Folgen geben. Was mich etwas überrascht hat, denn ich dachte, dass Griechenland zu den Ländern gehört, die eher auf ihre alten Legenden bauen. Das ist eigentlich auch so, aber Griechenland hat trotzdem eine überaus solide Mischung aus alten und neuen Legenden, was gerade diese Recherche erst so richtig interessant gemacht hat. Deswegen fangen wir direkt an und viel Spaß bei diesem Video. Der Weiße Turm von Thessaloniki ist eines der Wahrzeichen von Gesamtgriechenland. Insbesondere seine einst strahlend weiße Farbe sorgte dafür, dass man ihn bereits vom Meer aus gut sehen konnte. Wer ihn schon gesehen hat, der weiß, dass die weiße Farbe eher gräulich angehaucht ist, aber man erkennt durchaus noch, dass er früher einmal strahlend weiß war. Doch war er das von Anfang an? Als der Turm etwa um 1430 errichtet wurde, diente er zunächst als Festungsanlage. Er war damals aber eher grau als weiß, da er sonst mögliche Feinde aufmerksam gemacht hätte, die über das Meer angreifen wollten. Erst 1912 wurde der Turm schließlich komplett weiß gekalkt. Doch warum? Warum ließ man den Turm nicht einfach grau? Und hier kommen wir zur Legende. Der Turm wurde zwischenzeitlich immer mal wieder als Gefängnis genutzt. Teils für eigene Verbrecher, teils für Gefangene aus anderen Ländern, insbesondere Mazedonien. Der Legende nach waren die Wände des Turms in der Zeit, als das Gebäude als Gefängnis genutzt wurde, mit dem Blut gefolterter Gefangener getränkt. Als der Turm 1912 als Gefängnis stillgelegt wurde, ließ Konstantin I. den Turm mit Asbestfarbe weiß tönen, weil der gesamte Turm blutrot gefärbt war. Seitdem trägt der Turm den Namen der Weiße Turm. Auf diese Weise konnte man, so die Legende, die blutige Vergangenheit in Vergessenheit geraten lassen. Bleiben wir einfach mal in Thessaloniki. Es gibt ja sehr viele Orte auf der Welt, denen nachgesagt wird, dass sie ein verborgenes Portal in eine andere Welt oder eine andere Dimension beherbergen. Der Unterschied in Thessaloniki ist, dass es für dieses Portal eine recht genaue Adresse gibt, die da lautet Mavris Petras Straße in Anapoli. Es ist kaum zu verfehlen, weil diese Straße eher eine recht kurze und enge Gasse ist. Und genau in dieser Gasse soll der Eingang in andere Welten sein. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht, weil sonst ja jeder andere Welten betreten könnte. Auch Leute, die vielleicht nur versehentlich in diese Straße gelaufen sind. Interessanterweise legt sich die Legende hier aber nicht fest. Sie spricht einerseits von Ritualen, die man ausführen muss, um das Tor zu öffnen. Eine andere Variante spricht jedoch davon, dass man zu einer bestimmten Zeit bei einer bestimmten Sternenkonstellation an der richtigen Position stehen muss. Im Kontext der griechischen Geschichte ergibt das im Übrigen auch wesentlich mehr Sinn als die Variante mit den Ritualen. Wisst ihr was? Wir sind schon wieder oder immer noch in Thessaloniki. Das war mir vorher gar nicht bewusst. Aber diesmal zumindest am anderen Ende. Und es handelt sich hierbei um eine Mischung aus Legende und einem seltsamen Phänomen, was dort regelmäßig stattfindet. In der Straße Vasilisis Olgas 263 gibt es ein verlassenes Haus. Um dieses Haus ranken sich sehr viele Legenden. Ein Massenmord, der dort stattgefunden haben soll, finstere Menschen- und Tierversuche, satanische Rituale, verbunden mit einem dunklen Opferkult. Es gibt sehr viele verschiedene Varianten dieser Legende. Und worauf beziehen sich diese Varianten? Tatsächlich auf seltsame Schreie und Gesänge, die bis heute regelmäßig in der Nähe des Hauses gehört werden. Und wenn dem so ist, dass man dort solche Dinge hören kann, dann könnte eine dieser Legenden über das Haus tatsächlich wahr sein.
Ein griechischer Soldat kehrte nach dem Zweiten Weltkrieg in seine Heimat zurück und wollte seine Verlobte endlich heiraten. Bevor er jedoch zu Hause ankam, wurde er von den griechischen Behörden festgenommen. Man warf dem Soldaten vor, für den Feind spioniert zu haben. Und obwohl sie ihm das nicht nachweisen konnten, wurde er wochenlang gefoltert, was schließlich auch zu seinem Tod führte. In den frühen 1950er Jahren kamen plötzlich Geschichten über einen sehr attraktiven griechischen Soldaten in Uniform auf, der immer am Abend plötzlich auftauchte und schöne Witwen und jungfräuliche Mädchen verführte. All diese Frauen und Mädchen sollen von ihm schwanger geworden sein. Nachdem mehrere Frauen die Kinder des Soldaten bekommen hatten, tauchte der Soldat plötzlich nicht mehr auf und war auch nirgendwo mehr auffindbar. Eine der Frauen stieß später über einen Zeitungsartikel aus dem Jahre 1945. In diesem war ein Bild eines Soldaten, der wegen angeblicher Spionage hingerichtet wurde. Die Frau erkannte den Mann eindeutig als Vater ihres Kindes. Und das war der erste Teil der gruseligsten urbanen Legenden aus Griechenland. Im zweiten Teil gibt es dann Legenden, die sich teilweise auch um das antike Sparta drehen. Dieser zweite Teil wird dann auch viel mit Geistern und dem Schicksal zu tun haben. Aber ich hoffe, dass euch erstmal dieser erste Teil gefallen hat. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal.